Pixel Junk Shooter Ultimate Folge 9 mittlerweile schon, glaube ich. Ja, Folge 9. Wir sind im Eislevel Abkühlung. Und schauen mal, was uns hier erwartet. Obwohl, was erzähle ich denn da? Das Level hatten wir doch schon. Das fängt ja schon wieder gut an. Zurück zur Weltkarte. Stimmt, das Level hatten wir ja schon gespielt. Ja. Stimmt ja. Feuer und Eis, Boomstadt. Genau, da waren wir. So, jetzt aber. Viel Start direkt zur ersten Folge. Und los geht's. So. Da war gefährliches Gas unterwegs. Nehmen wir erstmal unsere Kollegen ein. Wow, wer sind denn die Kollegen hier? Da unten ist ein Diamant. Den nehmen wir mit. So. Ein geheimes Level. Haben wir auch direkt gefunden. So. Da ist der nächste Diamant. 3 Stück gibt es insgesamt in dem Level. Stimmt. Ich hatte ein klein wenig die Befürchtung, dass es zu leise ist, aber lauter kann ich es eh nicht stellen. Anscheinend. Ja. Naja. Egal. Egal, Karl. Ja. Und wie komme ich jetzt weiter? Ach ja, alles klar. Das Blümchen spawnt ja immer wieder. Das war knapp. Oh, da ist ein grünes Männchen mit Fähnchen. Schauen wir mal, was er zu erzählen hat. Morton ist das. Meine Forscherkollegen sind in den letzten Monaten immer tiefer in den Planeten eingedrungen. Sie haben ein Labor gebaut, um die Energiequellen zu erforschen und nutzbar zu machen. Sie sind zu weit gegangen. Sie haben diese Gegend ihrer natürlichen Energie entzogen und so eine Art Eiszeit herbeigeführt. Eine Eiszeit herbeigeführt. Das ist natürlich... natürlich nicht schön. Da ist der Diamant. Ja, sehr schön. Okay, mit einem kleinen... Ja, den rette ich erst, bevor ich jetzt hier die kaputt schieße. Knifflig hier das Ganze. Es werden sich wahrscheinlich einige fragen, warum ich immer die ganze Zeit knifflig sage. Weil ich es einfach nur cool finde, wie das Spiel aufgebaut ist. So. Weiter geht's. Oh, hier haben wir schon wieder Gas, was ausströmt, was uns gefährlich werden könnte. Was ist das? Was war das jetzt, was wir da aufgesammelt haben? Okay, weiß der Geier was? Jetzt ist natürlich die Frage, schießen wir mal da oben ein Loch rein. Wow. Eine Kettenreaktion sozusagen. Somit können wir hier oben schon mal die Jungs retten. Da oben ist ein Diamant. Der versteckte sich so ein bisschen in dem Dampf. Oh, da oben glaube ich auch. Ist das ein Diamant oder was ist das da oben? Hä? Was ist denn das? Okay. Und was ist hier? Oh nee, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Na super. Ja, wie kommen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt da oben dran? Haben wir da eigentlich noch eine Möglichkeit zu, oder? Hier, schieß mal auf uns. Ja, sehr schön. Wow. Ja, das funktioniert. Sehr schön. Aber was das da oben ist, weiß ich auch nicht genau. Wow, beide verloren. Hätten wir sie mal beide vorher gerettet. Naja. Egal.
Und ja, in der letzten Folge haben wir, oder in der vorletzten Folge war das, haben wir einen Endgegner besiegt und ich ganz stark davon aus, dass in dieser Folge, oder nicht in dieser Folge, sondern in diesem Art-Design dieser Eiszeit wahrscheinlich auch so Gegner geben wird. Was ist das denn für einer? Ach, der wollte den klauen. Guckt an. Da oben ist ein. Bringt uns das was, wenn wir jetzt hier warten darauf, dass das Eis schmilzt, oder? Nein. Nein. Das war ein toller Fehler. Da oben ist ja kein Diamant drin, ne? Nein. So, also nochmal von vorne. Retten wir die beiden hier. Okay. Jetzt wird es doch ein bisschen schwieriger. Was den Schwierigkeitsgrad angeht. Von den Gegnern her. Müssen wir doch mal ein bisschen gucken, dass wir erst vielleicht die Gegner einsammeln, unsere Kameraden einsammeln, bevor wir jetzt hier großartig irgendwie. So. Die haben wir erledigt. Da unten im Wasser ist, glaube ich, noch ein Diamant. Ja, genau. So, den nehmen wir auch mit, den Kollegen. Da ist auch ein Diamant. Ist gar nicht so einfach, hier durchzumanövrieren. Da oben ist ein nächster Gegner, der auf uns wartet. Das war ja irgendwie sowas von klar. Wow. Nein! Einmal berührt und schon vorbei. Also wieder von vorne. Naja, der kann uns ja nichts mehr tun, da der Gegner. Lass ihn einfach mal links liegen und retten erstmal hier die ganzen Passagiere. So. Gefährlich. So, also nochmal von vorne. Allzu schwer ist es ja dann auch nicht jetzt. So, jetzt aber. Mit ein bisschen Geschick kriegen wir das auch hin. So. Nächste Level. Wir starten mit Wasser. Das heißt für uns. Und wir kriegen Besuch von hinten. Lol. Okay, das heißt, wir müssen ein wenig agiler und ein bisschen schneller an die ganze Chose dran gehen. Das wird wahrscheinlich so bleiben mit dem Wasser, oder? Hallo? Hallo? Okay. Wir sind im Wasser gestorben. Also wir müssen ein bisschen zügiger jetzt hier durchkommen, damit wir. Damit uns das nicht einkriegt hier die ganze Chose. Oh, das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Wow! Oh! Das war verdammt nicht einfach. Und was ist das? What the fuck, was ist das? Wow. Nein, wir stürzen ab. Oder auch nicht. Oh Gott. Ja, wir müssen abkühlen. Ja. Kühl doch ab. Ja, meine Trophäe bekommen. Ich habe jetzt aber nicht drauf geachtet, was für eine das war. So schnell konnte ich jetzt gar nicht gucken, weil mich das mit dem Laser so ein bisschen überrascht hat. Nehmen wir den Laser denn kaputt? Nein. Ach, man kann ihn wahrscheinlich hier umlenken, oder? Nee, auch nicht. Wow!
Mist, hätte ich schneller sein müssen. Boah, das ging aber ganz schön zügig. Oh, und jetzt das Ganze nochmal. Okay. Also ganz zügig weiter geht's. Nein! Mist! Ah. Eine Kacke aber auch. Ganz schnell weiter hier. Bevor das jetzt da wächst. Ganz schnell raus hier. Huh. Das hätten wir. Also. Heißt das, wir uns den Diamanten da unten mitnehmen? Ja, den Kollegen hier. Und dann so schnell wie möglich versuchen. Uah, an den Laser nochmal vorbeizukommen. Ohne dass er uns erwischt. Schauen wir mal, was der Laser so treibt. Oha. Hier kann er ja nicht hinkommen. Hier oben ist übrigens die Tür, wo wir hin müssen. So. Oh, das wird ja wahrscheinlich noch lustig, wenn im späteren Verlauf noch mehr solche beweglichen Gegner Sachen kommen, die einen aufhalten werden an dieser Stelle. Wow! Wow, wow, wow. Schnell abkühlen. Ah, da oben ist einer gestorben. So ein Mist aber auch. Oh, hier kriegen wir ein neues Feature. Was ist das denn? Wasseranzug. Du kannst jetzt Wasserstrahlen spritzen. Und Eis greifen. Cool. Geil. Wie cool ist das denn? Das ist doch mal ein geiles Feature. Hier oben geht's nicht lang. Geht's vielleicht hier lang? Nein. Okay, dadurch gehen die auch nicht kaputt. Aber da ist auch schon das Levelende. So, wunderbar. Und damit hätten wir's. Yes. Wunderbar. Das haben wir geschafft. Ja, awesome. Yes. So, 16 Diamanten brauchen wir noch. Das ist sehr schön. Das heißt, wir haben noch ein paar Level abzugreifen. Ich würde sagen, das nächste wird dann hier sein. Zutritt verboten. Und dann schauen wir mal, was das in der nächsten Folge für uns bedeutet. Warum da der Zutritt verboten ist. Aber das, wie gesagt, seht ihr in der nächsten Folge. Schaltet dann auch wieder ein. Also, macht's gut. Ciao.